Interactive Entertainment presents. XDEV, External Development Studio Europe. A Supermassive Games Production. So, meine lieben Leute, hallo und herzlich willkommen zu Hidden Agenda. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollen mal was Neues spielen und zwar Hidden Agenda. Hidden Agenda ist ein Spiel, da bin ich ein Polizist quasi oder ein Ermittler und wir müssen einen Mörder aufspüren bzw. müssen die Mordfälle klären. Das Ganze wird mit dem Handy gespielt, auch wenn das Spiel auf der PS4 stattfindet. Ich bin mit dem Handy mit der PlayStation 4 verbunden und steuere jetzt quasi den roten Punkt mit meinem Finger auf meinem Handy, sehe aber das Ganze auf meinem PC-Monitor. Auf der PlayStation 4. Leute, wir wollen ein neues Spiel starten. Ich bin sehr gespannt. Es ist mal was Neues. Es ist eine Art Video, was abläuft. Und ich kann Entscheidungen treffen. Kann also immer mal wieder neuen Situationen Entscheidungen hinzufügen. Und das Ganze wird natürlich auch das Spiel beeinflussen. Deswegen bin ich mal gespannt, was da so kommt. Und wie das Ganze so abläuft. Und hoffe, ihr unterstützt das Ganze natürlich. Also bitte, Leute, seid dabei. Unterstützt das Ganze. Und dann hoffe ich, haben wir viel Spaß. Der Story-Modus bietet ein entspanntes Spiel. Löst das Verbrechen gemeinsam und spielt die Handlung so, wie ihr mögt. Man kann das Spiel bis zu 6 Spieler spielen, deswegen ihr, ja. Ich spiele es aber allein. So, wenn ihr bereit seid, starten natürlich. Legen wir los. Sechs Wochen danach. In der Nähe von 535 Mika, 1031, mögliche Geiselnahme. Extreme Vorsicht bitte. Täterbeschreibung passt zum Trapper. Bist du bereit? Natürlich. Alles easy. Wie im Lehrbuch. Wie ist der Plan? Stimmt für eine Entscheidung, indem ihr euren Zeiger in das Feld bewegt. Okay. Wie entscheiden wir? Vorsichtig sehen wir uns um, zuversichtlich, wir gehen vorne rein. Ich würde mal sagen, als Anfängerin ist man ängstlich, ja, wir sind frisch ausgebildet, sollten also, denke ich, vorsichtig sein und daher schön sehen wir uns erstmal um. Sehen wir uns um. Ich werde die Hintertür nehmen. Ich die Fenster. Schleichmodus. Sehen uns drin. Okay.
Bewegt den Zeiger auf das Ziel, bevor die Zeit abläuft. Oha, scheiße. Oha. Alter. So schnell kann ich ja gar nicht. Partner suchen, untersuchen. Ich würde sagen, wir untersuchen erstmal, oder? Ich meine, wir sind ja jetzt eh hier reingegangen. Warum sollten wir jetzt wieder zurückrennen und den Partner suchen? Wir sind ja keine ängstliche Pussy, deswegen untersuchen. Vorsichtig. Er ist hier drin. Tom, er ist hier drin. Halt! Hände hoch, los! Bewegt euren Zeiger zum Schießen auf das Ziel. Denkt nach, bevor ihr schießt. Ihr müsst das Feuer nicht eröffnen. Okay. Hände hinter den Kopf, nicht bewegen! Nee, wir schießen nicht, oder? Wir schießen nicht. Ich vertraue jetzt einfach mal drauf, wir schießen nicht. Ich werde schießen. Nicht schießen! Hey! Reiz mich bloß nicht, Arschloch! Ich werde ja nichts tun. Bitte hilf mir, bitte hol mich hier raus. Beruhigend, befehlend, Hände hoch. Ganz ruhig. Befehlend natürlich. Hände hoch! Hände hoch! Ich sag's nicht nochmal! Es ist vorbei. Keine Bewegung. Bedrohlich. Bedrohlich. Keine Bewegung. Halt! Los! Waffe weg! Nicht bewegen! Wir schießen immer noch nicht. Heute Abend fand die Jagd auf den Trapper ein Ende. Polizisten des 3. Distrikts verhafteten den Hauptverdächtigen, Jonathan Finn. Finn wurde in Zusammenhang mit einer Reihe abscheulicher Morde, die die Stadt erschütterten und die Leben von Polizeieinsatzkräften forderten, gesucht. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Meine Damen und Herren, der Angeklagte Jonathan Finn ist schuldig. Es gibt keinen Zweifel. Sie müssen jetzt nur noch über seine Strafe bestimmen. Dieser Mann, der sogenannte Trapper Keller, hat unsere Gemeinde mit einer brutalen Mordserie terrorisiert. Er hat seine Opfer mit Fallen präpariert, sodass mutige Polizisten selbst zu Opfern wurden. Diese unschuldigen Menschen wurden ohne besonderen Grund zu Figuren in Jonathan Finns krankem Spiel. Jonathan Finn hat gestanden. Und zwar jedes einzelne dieser Verbrechen. Ich bitte das Gericht darum, Jonathan Finns freiwilliges Geständnis zu berücksichtigen. Er hat den Familien der Opfer ein langes Verfahren erspart und durch diese Tat einen Funken Reue demonstriert. Daher empfehle ich, im Fall von Jonathan Finn von der Todesstrafe abzusehen und stattdessen ihn zu lebenslanger Haft ohne Chance auf Bewährung zu verurteilen. Danke. Jonathan Finn, Ihre Verbrechen waren derart abscheulich, dass das Gericht keine andere Möglichkeit als die Todesstrafe durch Giftspritze sieht. Verhandlung geschlossen. Oha. Hidden Agenda. Tippt auf das Logbuch-Symbol in der App, um den Handlungsverlauf, Charakterbiografien und entscheidende Momente, die die Geschichte beeinflussen, anzusehen. Ich bin Ray Weaver und ihr hört The Crawl.
Beginnen wir den Abend mit unserem hauseigenen Schurken, Johnny Finn, der Trapper. Der Penner sitzt jetzt schon seit 5 Jahren in der Todeszelle. Ihm bleiben nur noch 48 Stunden auf unserem blauen Planeten, also dachte ich mir, hey, kanntet ihr eines der Opfer? Die Leitungen sind offen. Anrufer 1, bitte. Hallo, also, ja, ich meine, meiner Meinung nach können Sie den Wichser gar nicht genug anheizen, oder? Oh, als Kind hat er wohl Schlimmes erlebt. Aber das ist kein Grund, sich an unseren Jungs hier zu vergreifen. Ja, ich verstehe dich. Aber unsere Cops haben auch nicht gerade den besten Ruf, nicht wahr? Diese Mani zum Beispiel. Beförderung ins Morddezernat, Medaille und das alles. Mani ist ganz oben und dann stellt sich heraus, dass sie jede Menge Dreck am Stecken hat. Manipulierte Beweise, schlechte Führung, wer weiß was noch? Verdammt! Man weiß eben nie, wer zu den Guten gehört. Ich glaube, Mani sind 4, ne? Ich hoffe, Sie hatten alle ein entspannendes Wochenende. 2 neue Unbekannte. Wir haben Dutzende offene Fälle seit 2 Wochen. Das ist neuer Rekord, aber leider kein guter. Wir tun unser Bestes, Sir. Zumindest manche von uns. Blödes Arschloch! Wir sind alle im selben Team hier. Ich will Fortschritte. Mehr nicht. Hey. Beachte Calvary gar nicht. Seit dank ihm die interne Ermittlung gegen dich läuft, spielt er den Moralapostel. Ich blende ihn einfach aus. Wirklich? Alles okay? Verärgert, besorgt, nicht wirklich. Ich würde jetzt eigentlich mal sagen, verärgert, ja, der Typ geht mir so richtig auf die Eier. Es ginge mir besser, wenn Calvary von einem sehr hohen Dach springen würde. Ich würde Abstand halten, bis der Ermittlungsscheiß überstanden ist. Gib ihm bloß kein Futter. Sarkastisch, danke, Mom. Nee, wir wollen ja nicht fies sein. Beherrscht, ja. Wir sind beherrscht und sagen ja. Ja. Detective Mani, kommen Sie kurz. Geiler Arsch. Ich weiß, du hast das. Ja. Komm schon. Du bist gut. Du kontaminierst Tatorte nicht absichtlich. Du kennst mich gut. Sag mir, dass alles okay ist, okay? Ich weiß, was in 48 Stunden ist. Die Trapper-Hinrichtung? Wegen uns. Wegen dir wird er sterben. Das ist nicht leicht. Aufgewühlt, abschätzig ich. Er ist mir scheißegal. Mir ging's schon besser. Er ist mir scheißegal natürlich, Mann. Der Typ, der hat irgendwelche Leute gefoltert. Beziehungsweise, was weiß ich, gequält. Ist ja wahrscheinlich fast das Gleiche. Deswegen ist es mir eigentlich... Ja, es ist mir scheißegal. Du denkst, ich scherm mich um Jonathan Finn? Kennst mich wohl doch nicht, Partner. Nachricht erhalten. Bin unterwegs zu deinem Klienten. Tut mir leid, dass ich nicht da bin. Ich freue mich nicht drauf, Finn ohne seine Anwältin zu treffen. Ich weiß. Danke, dass du so schnell zu ihm gehst. Er hat nicht mehr viel Zeit, oder? Nein, hat er nicht. Sollte ich irgendwas wissen? Er kann eine ziemlich harte Nuss sein. Strategie ist alles. Super. Irgendwelche Tipps? Sprich mit ihm über Adam Jones. Wer ist Adam Jones? Lass ihn es erzählen. Hast du einen Plan? Okay. Zynisch, ich werde es mir anhören. Optimistisch, ich weiß, was ich kriege, was ich brauche. Ich weiß, wie ich kriege, was ich brauche. Optimistisch, zynisch, ich werde es mir anhören. Sind wir mal zynisch. Ich werde es mir einfach anhören. Wenn er wirklich was zu sagen hat, werde ich es mir anhören. Ich melde mich. Danke. Okay. Da ist er, der Wichser. Guten Tag. Hallo. Ihre Anwältin sagt, Sie hätten mir was zu erzählen. Stimmt, aber Sie werden mir nicht glauben. Niemand tut das. Früher gab ich Gott die Schuld für alles. Für Las Palmas? Das Waisenhaus? Wir waren bloß Kinder. Wir vertrauten ihnen. Aber ich habe ihnen vergeben. Gott lehrt uns zu vergeben.
Wenn ich draufgehe, dann nicht als Lügner. Dann sagen Sie mir die Wahrheit. Miss Graves, ich habe niemanden getötet. Neugierig, ungeduldig, die Zeit läuft ab. War es Adam Jones? Ungeduldig, die Zeit läuft ab. Neugierig, na gut, wir wollen natürlich wissen, was er zu sagen hat, beziehungsweise was genau er damit meint. Ja, also wer hat dann die Leute getötet? Glauben Sie, Adam Jones ist für diese Morde verantwortlich? Oh, ich glaube es nicht. Ich weiß es. Wer ist er? Adam war mein bester Freund im Waisenhaus. Er hat sie umgebracht. Ich höre, Adam existiert nicht? Ach, er erzählt die ganze Zeit von einem Adam, beziehungsweise wahrscheinlich einen imaginären Freund, könnte ich mir vorstellen. Skeptisch, Adam existiert nicht. Ich will gern wissen, was, keine Ahnung. Neugierig, ich höre. Lassen wir uns mehr erzählen darüber. Bin ganz Ohr. Ich brauche aber noch mehr Infos. Adam und ich, wir haben viel durchgemacht. Schweiß zusammen. Adam lief weg. Ich nahm Drogen. Nachdem ich da raus war, war ich nur noch high. Ein paar Jahre später, vielleicht auch Jahrhunderte, wer weiß das schon, fand Adam mich irgendwie im Internet. Er hat geschrieben und den alten Scheiß aus dem Waisenhaus aufgewühlt. Er meinte, er wüsste, wie wir uns rächen könnten. Also machten wir einen Deal. Ich gestehe alles, er wird nicht verdächtigt. Ich gehe ein paar Monate im Knast und dann zack. Trapper schlägt wieder zu. Und ich weiß nicht, ich war ja hier. Macht Sinn, oder? Wie praktisch. Praktisch? Praktisch war, dass Vater Rominski ein Waisenhaus führte. Ein Fuchs im Hühnerstall. Sie können sich nicht vorstellen, was da los war. Das Spielzimmer. So nannte er es aber. Ich glaube, er war der Einzige, der da drin Spaß hatte. Wurde es nicht entdeckt? Nein. Sie können es sich selbst ansehen. Ich weiß noch nicht mal, ob das Waisenhaus noch steht. Und wo ist er? Adam, jetzt? Keine Ahnung. Und wie finden wir ihn? Einen Anhaltspunkt? Ich wüsste wo. Wo? Es ist nicht, eine Karte zeichnen wäre besser. Ist gefährlicher. Weißt du, was er damit macht? Bekomme ich eine Schatzkarte? Sarkastisch? Wir sind mal sarkastisch. Malen Sie mir jetzt eine Schatzkarte? Ich kann sie nur in die richtige Richtung schicken, aber... Nein. Sagen Sie es mir. Na los. Ich muss es Ihnen selbst zeigen, okay? Nee, niemals. Mal angenommen, das ist die Wahrheit. Nehmen wir mal an, Sie sagen die Wahrheit. Sie wissen nicht, wo er jetzt ist. Dann hat er Sie wohl ganz schön im Stich gelassen. Ich weiß, wie Adam tickt. An was für Orten er abhängt. Wir könnten zusammen nachsehen. Da muss schon noch mehr kommen, sonst gehen Sie nirgendwo hin. Ich hätte ihm nie trauen dürfen. Adam Jones sollte hier drin sein, nicht ich. Beruhigend. Ich finde Adam pessimistisch. Vielleicht ist es zu spät. Vielleicht ist es zu spät, würde ich auf jeden Fall sagen. Finn, hören Sie mir zu. Ich suche nach diesem Adam Jones und prüfe das, aber selbst wenn es wahr ist, ist es vielleicht einfach schon zu spät. Tut mir leid. Was glaubst du denn? Ich habe Infos zu Adam Jones. Er war in Las Palmas mit meinem Klienten, aber ist bei dem verheerenden Brand gestorben. Hör zu, ich weiß, was du vorhast, aber das wird niemals klappen. Sie werden Finn nicht rauslassen, das reicht nicht. Ich weiß, darum geht es mir nicht. Was soll ich dann hier? Wenn du dem Richter von Adam Jones erzählst, entlässt er Finn vielleicht kurzzeitig, damit er den Cops bei der Suche hilft. Lana, es ist zu spät. Könnte eine Berufung bringen. Wir zögern das Unvermeidliche nur hinaus. Adam Jones wirft Zweifel auf Felicity. Ich wollte das Todesurteil nicht, aber das wird nicht reichen, um die Vollstreckung zu stoppen. Finn ist kein guter Mensch. Aber er ist nicht der Trapper. Und wenn er stirbt, läuft der Trapper weiter frei rum. Hast du recht. Stur,
Du bist auf dich allein gestellt. Fragen wir den Richter, unterstützend. Ich glaube, wir versuchen es echt. Sie hat ja irgendwo recht, ja. Wenn der Typ jetzt drauf geht, dann denken alle, der Trapper-Mörder ist tot und tatsächlich ist der Typ noch frei, ja. Also sollten wir auf jeden Fall alles versuchen, um wirklich die Wahrheit zu finden, wer der Trapper-Mörder ist. Ja, du hast recht. Ich gehe zu Richter Vanstone. Dann sehen wir weiter. Danke, Felicity. Dank mir noch nicht. Danke, dass Sie so schnell Zeit für mich haben. Miss Patty hat mich bereits über die Sache mit Adam Jones informiert. Ja, Sir. Ich war gerade bei Mr. Finn. Tja, nach meiner Erfahrung braucht nur die Lüge die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht. Sir? Glauben Sie seine Story? Es ergibt Sinn. Ich habe Zweifel. Skeptisch natürlich, ja. Wir glauben es nicht hundertprozentig, aber es könnte was dran sein. Ich habe Zweifel, aber wir haben Beweise, dass ein Adam Jones im Waisenhaus war. Zusammen mit Finn. Sprach schon jemand mit Jones? Er wird seit Jahren für tot gehalten. Etwas weit hergeholt, nicht wahr? Selbst wenn Jones existiert, wie können Sie sicher sein, dass Finn ihn ausspürt? Wir werden es nicht erfahren, wenn wir es nicht versuchen. Ich glaube, er kann uns helfen. Frustriert. Frustriert. Das wissen wir erst, wenn wir es versuchen, Sir. Sie stecken voller Überraschungen, Miss Graves. Was würden Sie an meiner Stelle tun? Zuversichtlich. Er könnte uns helfen. Unsicher, das kann ich nicht entscheiden. Er könnte uns helfen. Zuversichtlich sind wir. Oder? Ich denke, er kann uns helfen. Wenn Sie Finn einen einzigen Tag unter Bewachung rauslassen, können wir vielleicht einen unschuldigen Mann vor der Hinrichtung bewahren. Okay. Gut, Miss Graves. Ich gewähre Jonathan Finn vorübergehende Entlassung in Gewahrsam. Aber nur für 3 Stunden. Danke. Nur für 3 Stunden? Du wirst es nicht glauben. Er hat zugestimmt? Ich bin selbst total überrascht. Wow. Gute Arbeit, Felicity. Nenn mich nicht so. Ich gehe zum Morddezernat und sage Bescheid. Gute Idee. Und Felicity? Danke. Dank mir nicht zu früh. We'll be right back.